this one that's rapping. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest. Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Team Moja Server. Und ja, nicht wundern, ich bin gerade genickt. Liegt halt einfach daran, dass ich ein bisschen genervt wurde von ein paar Leuten hier. Aber ja, mal gucken, was außerdem los ist. Ich bin endlich Rang 15 geworden, was mega geil ist. Keine Ahnung, das hat echt lange gedauert. Ich fand, die anderen Ränge alle zu erreichen ging echt klar, aber auf Rang 15 zu schwitzen, das war schon recht anstrengend. Aber ja, ihr könnt ja mal schreiben, was für einen Rang ihr so erreicht habt bis jetzt. Ich fand wirklich, 15 ist halt echt schon ein cooler Rang. Was außerdem lustig, ich habe letztens eine 130er Streak erreicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was eure höchste Streak bis jetzt war. Das war meine höchste 130, aber ich muss auch sagen, 130 sind echt hoch. Und das mit Random Kits, also es hätte jedes Kit rankommen können. Außer das OP-Kit, wo man so One-Hit ist, weil ich habe Stärke ausgestellt gehabt, damit genau das nicht rankommt. Aber ja, ansonsten lief es dann echt gut, muss ich sagen. War nice. Bin damit dann irgendwann bei 131 gestorben. Ich war nicht so eingespielt und da kam auch ein Kit ran, was mir nicht so gefallen hat, muss ich sagen. Aber ja, so ist es halt. UAC-Kits mag ich auch nicht. Die kann man ja leider nicht ausstellen. Ich würde es cool finden, könnte man ausstellen, dass keine Regeneration aus ist halt. Weil dann würden diese Kits auch nicht rankommen. Weil ich muss sagen, das nervt mich schon ein bisschen. Jetzt habe ich den Apfel umsonst gegessen, den Head. Weil diese Kits, die Leute tryhard damit manchmal echt übertrieben. Weil, wie er hier zum Beispiel. Gut, er wird verlieren, so oder so. Deswegen ist es nicht so schlimm, aber trotzdem nervt es mich jetzt sehr. Gut, das liegt jetzt auch nicht an dem Kit, aber trotzdem nervt mich das Kit halt ein bisschen. Bei dem Typ jetzt ist es, ja, kann man nicht ändern. Er ist halt dumm. Och Junge, nein. Hör auf. Was hat er denn für eine Krankheit? Aber ja, ich wurde ja darauf hingewiesen, dass ich mich ein bisschen netter auf die Moja verhalten soll. Das werde ich jetzt auch machen und die nicht beleidigen. Einfach gleich. Ey, komm, was hat er für eine Krankheit? Ich will ja nicht. Ich wurde ja letztens auch für einen Tag von Timoja gebannt, wegen Beleidigung. Und der wurde jetzt auch schon öfters gekickt, auch mit den Kämpfen. Ich auch nicht so cool fand. Und ja, ich versuche jetzt halt, mich zu bessern. Aber kommt, Leute. Sowas ist da nicht. Was soll denn sowas? Und ich bin so jemand, mich provoziert sowas schon. Easy, okay. Ich weiß gar nicht, ob Easy als Beleidigung zählt. Das könnte auch ein guter Grund sein, warum ich manchmal gekickt werde. Weil ich weiß nicht, also Easy ist, glaube ich, eigentlich zählt es als keine Beleidigung, wenn man einmal Easy schreibt oder so. Das ist eigentlich eher eine Aussage. Weiß nicht, wie es hier so ist. Komm, das ist ja natürlich, das ist ja schon Hochverrat, wenn du Easy schreibst. Aber ja, das soll jetzt ja auch nicht so ein langes Video sein. Einfach ein bisschen. Keine Ahnung. Ah, hier ist ein Gap. Na, ich brauche eigentlich noch gar keinen. Ah, ist nicht die Lava. Haben wir ihn. Und ja, war auf jeden Fall echt cool, dass ich jetzt Rang 15 geworden bin. Ich dachte mir eigentlich schon, spiele ich mal ein paar Rankkämpfe und vielleicht werde ich ja, steige ich ja endlich mal auf. Und hab's dann auch geschafft. Also ja, und Rang 15, da bin ich auch zufrieden. Rang 16 muss nicht werden, weil ich glaube, ja, es können glaube ich nur 10 Leute Rang 16 sein. Und dafür müsste man schon echt viel tryharden und Ranked spielen. Besonders auch in Lobby 1, dass man gegen Gute gewinnt und so und dann viele Punkte bekommt sozusagen. Also, ja, für Elo. Och man, yes. Ja, das ist halt wirklich die Sache, dass mich das provoziert mich halt hart, wenn Leute so spielen oder irgend sowas. Und deswegen beleidige ich dann halt auch oft, muss ich echt sagen. Ja, guck mal, hat der AIDS oder so, frage ich mich da wirklich. Weil was soll das denn, dass man da die ganze Zeit rumtryhardet wie sonst was? Ist echt nervig. Okay, was ich gerne mal hätte, wäre ein Subkit. Aber das Kit ist auch schön. Ja, ich spiele außerdem mit einer geringen Sichtweite jetzt auf Timoja, weil man hier keine große braucht und habe ich halt ein paar mehr FPS, umso mehr FPS, umso besser. Was übelst nervt, das ganze Turniere erstellt werden. Liegt halt daran, dass die Leute ja alle kostenlos Premium momentan bekommen können.
Da man, wenn man den Adventskalender jede Tür auf Gold schafft, kriegt man ja 3 Tage Premium oder kann es jemand anderem verschenken oder wie auch immer. Ich habe es auf jeden Fall nicht gemacht, da ich nicht so der Jump'n'Run-Spieler bin und das nicht so kann. Ich hätte da eh nie Gold geschafft bei jeder Tür, denke ich jedenfalls. Aber man weiß ja nie. Ja. Das Pack hier ist außerdem mein... Oh. Jetzt bestimmt wieder gegen den Typen. Das ist außerdem mein 3K-Pack, also was ich bei 3000 Abonnenten released hatte. Ich weiß nicht, ich kenne sicherlich ein paar von euch auch noch. Und jetzt bitte tryharde nicht so. Junge. Wirklich, UAC-Kit ist das schlimmste Kit. Komm, was ist das denn? Junge, wirklich, ich krieg AIDS gerade. Aber ich wurde auch vorhin ein bisschen derbe abgefuckt, das hat mich auch sauer gemacht. Ich so ein Scheißkit hatte und die Angel von mir kaputt gegangen ist und der Typ mich einfach dann... Seine Angel hielt noch ein bisschen. Und er hat mich dann halt, ja, getötet, weil ich keine Angel mehr hatte. Was ich schon extrem lächerlich fand. Ich find's eh beschissen, dass die Angel kaputt geht. Dann solltest du einstellen können, wie da zum Beispiel Doppelsprung aus oder Angelschaden aus oder keine Ahnung. Weil das fuckt einfach ab, wenn die Angel kaputt geht. Ich meine auch dazu. Die meisten, also ich denke sicherlich mehr als die Mehrheit, hätte nicht gewollt, dass die Angel kaputt geht von selber. Das ist bestimmt eigentlich ganz klar. Nur die wenigsten. So eine Minderheit, die Leute, die damit nicht umgehen können oder so, die hätten es sich sicherlich gewünscht. Die meisten ganz klar nicht. Der hat auch nochmal ordentlich verteilt, weil er gebrannt hat und dann kein Knockback bekommen hat. Ist natürlich nicht schlecht. Nein. Das Kit dauert jetzt auch eine Stunde. Ich würde eigentlich gerne mal ein paar kleinere Kämpfe haben und schnellere, anstatt diese ganzen langen hier. Ich glaube, ich nehme auch einen Goldapfel und dann gehe ich auch schon drauf. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr auch schon mal wegen Beleidigung oder so gebannt wurdet hier auf Timoja? Ich finde, das passiert hier echt schnell, weil da ich auch so derbe provoziert werde, besonders wenn ich Lobby 1 spiele. Also da spiele ich momentan gar nicht mehr, weil dann kann ich nur beleidigen, wie ich da. Das ist echt krass. Wirklich, die Community hier auf Timoja ist echt ziemlich dunkel an manchen Stellen. Muss man klar sagen. Ey, ich spiele nur UAC-Kids, ich krieg gleich eine Krise. Wir spielen danach mal ein bisschen Soup noch kurz, bevor es dann vorbei ist. Bei guckt, ich möchte nicht jede Runde UAC schwitzen. Komm, ihr könnt auch auf Batman euer UAC-Zeug spielen. Müsst ihr doch nicht hier machen. Besonders in nicht ranked, also in ranked, wenn man da schwitzt, kann ich ja verstehen. Aber in unranked muss man nicht schwitzen. Ich dachte schon kurz, es wäre wieder Fake-Lava. Okay, komm schon rauf. Ja, schön, dass meine Lava backt und ich meine eigene Lava in mich reinsetze. Nee, ich wirklich überzähle jetzt. Ich hab keinen Bock, dass jetzt wirklich nur scheiß UAC-Kids drankommen. Ist natürlich auch mal lächerlich. Okay, ich werde jetzt richtig reinschwitzen. Ich mit meinem Bogen, weil... Boah, ich habe einfach keinen Bock auf UAC-Kids, muss ich sagen. Die Kacke mit der Lava und allem. Lava muss ich eh üben. Junge, komm rauf. So ein scheiß UAC-Kampf dauert viel zu lange einfach. Das ist AIDS. Und er verliert eh.
Er wird nicht gegen mich gewinnen. Easy. So. Ja, ich weiß nicht, wie lange die Folge bis jetzt so geht. Gucke ich mal kurz nach. Oh, schon so lange. Und dabei waren es eigentlich nur Scheißkämpfe, muss ich sagen. Ja, spielen wir noch eine Runde Soup. Ich hoffe, dass jetzt nicht Wanbar rankommt, sondern irgendwas Vernünftiges. Mal gucken. Ja, da hoffe ich auch. Dass das kurze Video euch nice gefällt auch. Kurze Video, so kurz war es jetzt auch wieder nicht. Ich wollte eigentlich was Kurzes aufnehmen, aber... Ey, das nervt so derbe, dass sie alle ihre Turniere stellen. Ich hoffe dann trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und dann würde ich auch sagen... Oh, ich habe gerade irgendwie... was im Hals. Ich hoffe dann auch, dass die Folge euch gefallen hat. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video dann auch. Aber jetzt erst ein bisschen ihn noch rasieren. Was ja kein Problem sein sollte. Ich wäre Soup-Gott bin. Ach komm, Junge. Ich verstehe nicht, warum er kann gar nicht kombo und spielt wie die letzte Lösche so. Aber er kann supen und überleben. Verstehe ich nicht. Warum er denn nicht. Und jetzt rennt er weg auch noch. Also in sich, er kann ja, glaube ich, ein bisschen supen, sonst wäre er schon tot. Easy. Okay. Der Kampf war auch wieder, ey, jetzt muss ich sagen, ich würde sagen, ich mache einfach, nee, ich mache keinen Kampf mehr, sonst wird die Folge zu lang gehen. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Leute, und ciao, ciao.